Hallo und herzlich willkommen auf Lyrelda.de. Wir schauen uns in diesem Video eine weitere Ableitungsregel an, nämlich die sogenannte Kettenregel. Die Kettenregel ist die schwierigste der aller Ableitungsregeln, die wir kennen. Man braucht sie, um solche Funktionen wie zum Beispiel Wurzel aus 3x plus 2 abzuleiten. Hier ist die Schwierigkeit, wir können ja nicht einfach nur das umschreiben, dass wir ein Polynom kriegen, wie zum Beispiel irgendwie 3x hoch 1/2 plus 2x hoch 1/2. Das geht ja hier nicht. Das sind zwei Funktionen, die ineinander geschachtelt sind. Ja, zwei Funktionen ineinander. Welche zwei Funktionen sind hier ineinander geschachtelt? Erstmal diese innere Funktion, die hier in der Wurzel drin steht. Das heißt, die innere Funktion, wir nennen die mal v von x. Das ist gerade 3x plus 2. Und dann gibt es noch die äußere Funktion, die Funktion, die um das 3x plus 2 herum ist. Das ist einfach Wurzel. Das heißt, die äußere Funktion, wir nennen sie mal u von v, wäre dann Wurzel v. Warum schreibe ich hier u von v gleich Wurzel v? Weil wenn ich hier v einfach von hier oben einsetzen würde, dann hätte ich gerade die Funktion. Wurzel aus v ist gerade Wurzel aus 3x plus 2, wie es hier oben steht. Das heißt, ich schreibe jetzt hier nicht u von x, sondern ich schreibe u von v. So, wenn ich jetzt nun die Funktion f von x betrachte, hätten wir gerade f von x gleich u von v von x. Ja, u ist außen. Wenn ich u von v von x hier einsetzen würde, haben wir gerade wie gesehen, Wurzel aus 3x plus 2. Was muss ich tun, das abzuleiten? Die Kettenregel besagt, dass ich einfach das ableiten muss, indem ich sage, f' von x ist v' von x mal u' von v von x. Das heißt, ich leite einfach beide Funktionen ab und multipliziere sie. Machen wir das mal, leiten wir mal v von x ab. Das wäre v' von x. 3x plus 2 abgeleitet ist einfach, das ist 3. Und u von v abgeleitet, Wurzel v ist ja gerade v hoch 1/2. Leiten wir das ab, das 1/2 kommt nach vorne. Das heißt, hier steht 1/2, v hoch minus 1/2. Das kann ich umschreiben, 1 durch 2 Wurzel v. Das ist die Ableitung der äußeren Funktion. Und nun kann ich die Ableitung bestimmen. V' von x ist 3 mal u' von v von x. u' steht hier, das ist gerade 1 durch 2 Wurzel v. Also schreibe ich hier hin 1 durch 2 Wurzel v. Nun, aber wir wollen in der Ableitung von f von x schließlich auch das x drin haben. Das v hilft uns noch nicht, das heißt, wir müssen hier noch einsetzen. Das heißt, es steht da 3 mal 1 durch 2 Wurzel aus und v ist gerade hier oben 3x plus 2. Und das ist also unsere Ableitung der Funktion. 3 mal 1 durch 2 Wurzel 3x plus 2. Schauen wir uns eine andere Funktion an, mit der wir der Kettenregel ausrechnen können. Nämlich die Funktion g von x wäre zum Beispiel Sinus von x² plus 3x plus 1. Auch hier können wir nicht einfach so sagen, Sinus abgeleitet ist Cosinus. Also ist die Ableitung von g einfach Cosinus x² plus 3x plus 1. Das geht nicht. Wir müssen erst wieder die innere Funktion v von x bestimmen. Was ist hier die innere Funktion? Der Sinus umklammert das Ganze. Das heißt, innen steht gerade x² plus 3x plus 1. X² plus 3x plus 1. Und die äußere Funktion u von v, ja, das ist gerade der Sinus. Also Sinus von dem Innen, also gerade Sinus von v. Sinus von v. Jetzt leiten wir beide Funktionen wieder ab. V' von x. X² plus 3x plus 1, x² abgeleitet ist 2x, 3x abgeleitet ist 3, 1 fällt weg. Und u von v abgeleitet, also u' von v, ist gerade Sinus abgeleitet gegen Cosinus. Cosinus v. Und jetzt können wir wieder die Kettenregel verwenden, f' oder in diesem Fall g' von x, war ja gerade u' oder v' mal u'. Und jetzt können wir einsetzen. V' steht hier, 2x plus 3 mal u' mal Cosinus v also. Weiter eingesetzt ist es 2x plus 3 und das v, das steht hier. Das heißt, es ist mal Cosinus x² plus 3x plus 1. Was ihr euch jetzt endlich merken müsst, ist die Kettenregel, die steht hier.
eine Funktion abgeleitet, ist gerade die innere Ableitung mal die äußere Ableitung. Dankeschön.